Gastronomie-Karriere, hier essen, massiert werden, Teilzeitjob annehmen, Packungen bekommen, Gesicht pflegen lassen, Peeling, Schlammmaske, Algenmaske, Körperbehandlung, Dampfbad, Salzeinreibung, Salon, Maniküre, Pediküre, mit Hand Fußbad. Was es da nicht alles gibt, meine Fresse, Packung bekommen, Entspannung pur, Rendezvous mit der Ruhe, meine Fresse, tätowieren lassen. Unfassbar, das hier war das Fitnesscenter, ne? Journalismuskarriere starten, Wirtschaftskarriere starten, an Schreibenunterricht teilnehmen. Oh, das wäre vielleicht mal was für Tränenmond. Politikkarriere starten, Fridolin Schlömpel in die Politik. Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Architekturkarriere, Charismaunterricht. Ich guck mal ganz kurz mit dem Charismaunterricht, ob das überhaupt was bringt. Charisma, sind wir bei 7, benötigte Freunde 6, Beziehungen, wir können aufsteigen, ich probiere mal ganz kurz, ob das was bringt. 400 Simoleons kostet das Ganze. Einfach mal schauen, ob es was bringt. Ich hoffe, er schleicht nicht hinein, er hat seine eigene Karre und fährt direkt dorthin. Hervorragend! So viel zum Thema, er schleicht nicht dahin, naja. Tja, ich glaube, wir werden Fridolin in die Politik schicken, oder wie sieht's aus? Was sagt denn ihr dazu? Gibt's da irgendwelche Meinungen? Spricht was dagegen, dass wir Fridolin in die Politik schicken? Weil Sportlerkarriere, weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist, ob das so richtig passt. Kann man zwar machen, beim 1. FC Köln natürlich als Spitzenstürmer, als Fritte, als Frittchen sozusagen, aber ich bin da so ein bisschen am Hadern. Vielleicht kann er das später machen und startet erstmal eine Politikkarriere. So, 7 Charisma-Punkte hat er und ich bin gespannt, ob er den 8. dann dazu verdient. Ach nee, Frikadella ist wieder durchnässt. Huch. So, Kochen, Fähigkeiten-Level. Da kann sie eigentlich auch langsam mal wieder ein bisschen was mit Kochen lernen, wenn sie da halt noch beruflich weiter aufsteigen will. Aber erstmal ist natürlich Mutti-Zeit jetzt bei ihr. Er ist bei der Arbeit ruhiger angelassen. Das mit dem Heiraten ist schon wieder vorbei, wie es aussieht. Naja. So, und dann vielleicht mal ein Ründchen schlafen. Das ist vielleicht gar nicht mal... Dann vielleicht mal ein Ründchen aufwischen. Also ganz kurz, wenn hier was kaputt geht, wie kann denn hier hinten eine Pfütze kommen? Hä? Also der Geschirrspüler läuft aus. Läuft hier nach links, läuft hier nach rechts. Unter Frikadella läuft er nicht, weil da einfach die Volumenverdrängung zu groß ist. Aber hier hinten hin, da geht das. Yabagaduni! Ja, jetzt wisch doch auf, ist doch egal. Musste halt durch. So, Fridolin Schlömpel wollte sein Wissen auf dem Gebiet Charisma erweitern und bla bla bla. Und hat einen Kurs besucht. Die Macken des Lehrers werden ihm noch einige Zeit im Gedächtnis bleiben. Hat der also nichts gelernt? 400 Simoleons für einen Arsch. Charisma, Level 7. Ach, er hat ein bisschen was. Ja, toll. Dafür muss ich keine 400 Simoleons ausgeben. Toll. Naja, war ein Versuch wert, dass wir da, dass der Kurs nichts wert ist. So, Futter auffüllen. Zack. Dann bitte nochmal mit ihm spielen. Und dann bitte nochmal tragen. Ich weiß jetzt nicht, auf der Schulter tragen wäre natürlich schön. Sprechen beibringen. Lieder und dann einfach nochmal mit sich rumtragen, mal gucken und hier reden üben. So, denn der Fridolin soll ja später einfach mal so durch den Job rauschen und der Job sollte, also ich würde mich freuen, wenn er das mit Politik, wenn das okay wäre für euch, weil ich würde mich freuen, wenn der Fridolin dann einfach wirklich Weltenherrscher wird. Ich glaube, das ist das Ende von der Politikkarriere, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ansonsten natürlich, Charisma wird ihm da sehr behilflich sein. Und außerdem ist er bestens dafür ausgelegt, weil er ja auch seine Lebenswünsche und sowas, die sind ja sehr auf das Freundometer basiert. Das heißt, es wäre also genau sein Ding eigentlich. So, du gehst jetzt erstmal, Frikadella geht erstmal ein bisschen schlafen, solange das Baby sie lässt. Halt, apropos das Baby sie lässt, sozial geht gerade noch.
Gut, gut, gut. Der Trockner ist auch einfach ein Traum vom Geräuschlevel her. So, Frido, wie sieht's aus? Ich will auch einen Nymphensittich. Ach, gucke mal. Ach, ist das süß. Ja, ja. Aha, ach so. Volokto, wirklich? Ach, Duni, Mensch. Birkinurb, Birkinurb. Changa, Changa. So, Chimichanga haben wir es jetzt. Also der Vogel passt auf jeden Fall super zu ihm. Auch, dass er ihn einfach mal so in die Hosentasche steckt, finde ich super. So, was macht denn die Katze hier? Harndrang. Ach, die schläft gerade. Okay. Ach, jetzt muss Tränenmond auch noch zur Arbeit. Tränenmond zur Arbeit. Na, kann sie eigentlich machen. Ist jetzt nicht so wild, das werden wir überleben. So, dann kann sie sich eigentlich mal als erstes Snack essen, dann haut sich ein Müsli rein, dann geht sie mal ganz schnell duschen. Okay, spul dich vor oder schmeiß... Nee, ich schmeiße jetzt aus dem Bett. So. Eine schöne Zeit haben. Tränenmond hat so viel Spaß, dass es schon fast verboten gehört. Also jetzt beim Schlafen oder wie? Hä, wieso schimpft er sie aus? Ach, weil er ein junger Erwachsener ist und sie hat verschlafen oder was? Och nö. Das ist ja blöd. Hey, also das geht doch nicht, dass du hier die Schule klemmst, junges Fräulein. Sag, super, das ist ja unfassbar. Du steckst in großen Schwierigkeiten, junge Frau. Das solltest du lieber nicht noch einmal tun. Du könntest mir ein bisschen im Haushalt helfen, um mich auf deine Seite zu ziehen. Jetzt tut er so, als wäre er hier der große Zampano. Komm, wir verzeihen ihr mal sofort. Naja, später. Halt, nein, Tränenmond muss doch sowieso noch, bevor... Pass mal auf, hier traurig. Es ist schwer zu ertragen, wenn jemand, den du gerne magst, eine harte Zeit durchlebt. Wegen Kontakte knüpfen. Und hier in Schwierigkeiten geraten. So, pass mal auf, wir lassen mal kurz die Arbeitsgemeinschaft aus. Hier hingehen und zwar bitte schön laufen. Und jetzt machen wir mal verzeihen. Komm schon, beeil dich, Fridolin. Wir haben keine Zeit. Keine Zeit! Oh, Darfi Varu. So, na Gott sei Dank. So, jetzt haben wir ihr verziehen. Jetzt aber nochmal schnell einen schnellen Snack essen. Kriegen wir das wenigstens hin? Hygiene kriegen wir dann wahrscheinlich nicht mehr hin. So, und dann zur Arbeit fahren. Der Fridolin spielt sich ja auf, als wäre er der Big Boss, weißt du? Mann, finde ich nicht so gut. Reden üben. Aber ich glaube, Sims unterscheidet einfach... Ja, ja, Sims unterscheidet einfach gar nicht bei Erwachsenen, wie jetzt die familiäre Bindung ist. Da wird geschimpft, so oder so. Wobei Brüderchen ruhig mal ein bisschen Verständnis haben könnte für die arme, übermündete Schwester, die ja immerhin die meiste Kohle in die Kasse spült. Mit den ganzen Tantiemen und ihrem Job. Während Fridolin selber halt nur ein arbeitsloser Penner ist, muss man ja auch mal so sehen. So, das reicht. Du kannst jetzt zur Arbeit fahren.
Ach nee, die Arschfalte klingelt. So, wir müssen auch mal wieder Tränenmond. Schlömpel ist zu spät zur Arbeit gekommen. Was? Das kann doch gar nicht sein. Die ist doch pünktlich losgefahren eigentlich. Ach, weil es schon 16 Uhr ist gerade. Naja, dafür kann sie heute auch mal hart arbeiten. So, Frikadella, du kannst jetzt mal aufstehen, weil dein Handy klingelt einerseits. Rangehen. Und dann kannst du dich mal um dein Baby kümmern. Wer ist das denn? Mathilda. Kann ich einfach wegdrücken? Nee, geht nicht. So, halten wir mal das Baby ein bisschen. Schlecht geschlafen, ach ja. So, das Baby, das keckert sich bestimmt gleich ein, kriegt jetzt aber erstmal natürlich ein Fläschchen, lalalala. Und dann wird gekuschelt und gespielt, tralalalala. Ich frage mich gerade, wo wir das Altern ausgeschaltet haben, ob das Baby trotzdem erwachsen wird. Von alleine. Also nicht, das Baby wird natürlich nicht sofort erwachsen, aber ob das Baby dann halt zum Kleinkind wird von alleine oder ob das das auch betrifft oder wie auch immer. Mal gucken. Null, hier ist gar nichts. Babys sind zu jung, um Fähigkeiten zu besitzen. Babys müssen zu Kleinkindern heranwachsen. Sie brauchen eine Menge Liebe und Pflege, um die neue Lebensphase zu erreichen. Gut, Liebe und Pflege lassen wir angedeihen. Tage bis zur Alterung. 3, Baby und Kleinkind. Tja. Ach, das Baby mag Soul und Spaghetti und die Farbe Grau. Na super. Album, Stammbaum. Gucke mal. Kunibert Schlömpel, Oppes Schlömpel ist der Großvater. Und Frikadella Schlömpel, hier müsste die Schwester eigentlich noch sein. Das wäre dann, glaube ich, die Tante. Das ist der Vater, die Mutter, dann wäre hier die Tante eigentlich. Und hier der Halbbruder Adolf Schlömpel, Halbschwester Tränenmond Schlömpel und Halbbruder Fridolin Schlömpel, obwohl die natürlich alles richtige Geschwister sind. So, la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 l